Und dann sagte Allah Ta'ala, وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ. Sie fragen dich über den Khamr, das Berauschende, der Khamr, das Berauschende, und den Maisir, Spiel gegen Einsatz. Ich mag diese zwei Begriffe nicht benutzen. Ich mag das Wort Khamr nicht mit Alkohol übersetzen und Maisir nicht mit Glücksspiel. Aus zwei Gründen. Nummer eins, das habe ich vielleicht tausendmal wiederholt, aber ich wiederhole es immer wieder gerne. Der Alkohol, der Khamr, das Wort Khamr ist nicht der Alkohol. Was heißt das? Das Wort Khamr ist etwas wie Wein, oder sagen wir, wenn wir es allgemein halten wollen, jede Flüssigkeit, die verzehrbar ist, ja, und in normalen, natürlichen Mengen zu einem Rausch führt. Das nennt man Khamr. Nicht die Substanz Alkohol. Davon ist hier nicht die Rede. Warum ist das so wichtig zu begreifen? Nicht alles, wo Spurenelemente vom Alkohol enthalten sind, ja, ist verboten. Ja, Hefeteig. Der Hefeteig, den du kaufst oder zu Hause vorbereitest, ist da Alkohol drin oder nicht? Da ist Alkohol drin. Die Banane, eine ausgereifte Banane hat eine satte Menge Alkohol. Fruchtsäfte haben alle Alkohol. Mesh. Kaugummis, diverse Kaugummis, die du kaufst, die haben Alkohol. Diverse Medikamente haben Alkohol. Nur das Problem ist, wenn du deinen Hefeteig isst zu Hause, du isst und isst hunderte Kilos und man wird an Völligkeit sterben, aber du wirst niemals davon auch nur einen Hauch von Rausch haben, Alkoholrausch. Nicht? Deswegen nicht der Alkohol ist verboten, sondern der Khamr. Was ist der Khamr? Vielleicht aber der sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam nicht ma askara kathiru fa qalilu haram. Alles, was in großen Mengen berauscht, ist auch in geringen Mengen haram. Aber der Kaugummi, du schaust dir nicht den Kaugummi an, du schaust dir ein Bestandteil des Kaugummis an. Aber wir haben hier einen Kaugummi und dieser Kaugummi besteht nicht nur aus Alkohol. Dieser Kaugummi als Ganzes, kann er in großen Mengen berauschen? Nein? Also ist er auch in geringen Mengen nicht verboten. Versteht ihr? Das Problem ist, wir haben ein Produkt bestehend aus 5000 Inhaltsstoffen und die Person schaut sich jetzt nur den Alkohol an und sagt, ja, aber Alkohol berauscht ja in großen Mengen. Also ist es auch in kleinen Mengen verboten. Also ist der Kaugummi verboten. Das ist aber nicht richtig. Du musst dir das ganze Produkt anschauen. Nicht nur ein Bestandteil. Ansonsten, wenn du nach dieser Logik gehst, dann vermeide auch in Zukunft jegliche Form von reifem Obst, Brot, Teig, Hefeteig und so weiter. Kannst du alles auch beiseite schieben. Die andere Sache ist, der Al-Maisir, Glücksspiel. Das Wort Glücksspiel ist auch so eine Sache, die Leute denken, damit ist gemeint. Spiele, die nicht auf Rationalität basieren, deren Ergebnisse oder der Erfolg darin basiert nicht auf Rationalität, auf Intelligenz, auf körperliche Fähigkeiten, wie zum Beispiel beim Laufen und Rennen. Sie denken, das ist halt einfach, mit Glücksspielen sind jene Spiele gemeint, deren Endergebnis vom Zufall abhängig ist. Merci? Ja, ein Beispiel ist das Spiel UNO, kennt ihr das? UNO hat nicht viel mit Intelligenz zu tun, auch nicht körperliche Fähigkeiten. Es ist eigentlich nur Glück. Mech? Je nachdem, welche Karten du bekommst. Ist das Glücksspiel? Ist das gemeint mit Glücksspiel? Nein, das ist nicht mit Glücksspiel gemeint. Al-Maisir, auch Al-Qimar genannt, sind Wettbewerbe mit Einsatz. Mech? Wettbewerbe, in denen mit Einsätzen gespielt wird. Das nennt man Maisir.